Hallo? Ja? Ja, genau. Testo-Büffel hier dran, genau. Ob ich Lust hätte, einen internationalen Top-Club zu trainieren? Aber natürlich. Ja, da sage ich nein, da sage ich nicht nein. 12 Millionen in der Woche. Ja, so für den Anfang ist es okay. Alles klar, nee, brauchen Sie mir nicht sagen, wer das ist. Ich werde da einfach selber dann schauen, zu wo Sie mich hinschicken. Alles klar, super. Vielen lieben Dank. Cool, ja, ich freue mich auch. Ja, ich denke, wir werden Großes erreichen, wirklich. Also, wenn wir da wirklich auch viel Transferbudget oder sonstiges haben und natürlich auch schon eine Top-Mannschaft von vornherein, dann werden wir da natürlich echt was reißen können. Genau, super. Vielen, vielen lieben Dank. Ich bedanke mich. Tschüss. Mama! Ich darf einen Top-Club trainieren. Und damit ein Säckegrüß, Leute, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal, Freunde. Und heute starten wir rein, ihr habt es gesehen, mit einer SC Freiburg-Karriere. Genau, ich habe mich dazu entschieden, mit dem SC Freiburg reinzustarten aus folgendem Grund. Ihr wolltet so im Schnitt so ein Mittelfeldverein, entweder aus der Bundesliga oder aus der Premier League. Und ihr habt gute Kommentare reingeschrieben, aber es waren Mannschaften dabei, da konnte ich nicht viel mit anfangen. Aber mit dem SC Freiburg ist bei mir so der nächste Bundesliga-Verein hier in der Nähe. Und die sind mir einfach sympathisch schon immer gewesen. Ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf, genauso wie ich. Wenn ja, zeigt mir das sehr, sehr gerne mit einem Däumchen nach oben, meine Lieben. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, dürft ihr natürlich jetzt gerne schon abonnieren. Oder ihr bleibt einfach dran und schaut euch die ganze Geschichte an. Ihr seht hier, wir sind dabei, das Vorbereitungsturnier anzunehmen. Ich würde sagen, wir starten hier in Italien mit dem höchstmöglichen Preisgeld von 5,3 Millionen. Und wir werden sehen, wie die ganze Geschichte letztendlich läuft. Wir schauen uns den Kader an, machen uns dann die ersten Gedanken. Los geht's! Und wir haben hier den Kader des SC Freiburgs, unserem zukünftigen Verein. Natürlich ist es kein Top-Club, aber wir wollen ihn dazu machen. Wir wollen in der Bundesliga eine gute Rolle spielen und uns eventuell auch für Europa letztendlich qualifizieren. Wir sehen es hier oben. Geht's los mit Schwollo im Tor, mit dem 78er. Dann natürlich Nils Petersen, Grifo, der aktuell zwar nur ausgeliehen ist, der wird uns nach der Saison verlassen, aber kann uns bis dahin natürlich super Dienste leisten. Außerdem haben wir Dominik Heinz, 24 Jahre, Manuel Gulde, 27 Jahre. Dann haben wir Florian Niederlechner mit der 75 als Stürmerersatz, der natürlich aktuell weichen muss für einen Luca Balc, mit der die laufende Saison natürlich überragend gespielt hat. Wir haben Christian Günther noch dabei und so weiter und so fort. Also im Durchschnitt einen guten, ja, 70er Schnitt. Wir haben hier Ravel noch ausgeliehen in Richtung Grasshoppers. Den werden wir auch erstmal nicht zurückholen. Und wir haben auch sonst den ein oder anderen Stürmer, der ein bisschen älter ist. Ja, aber wir wollen natürlich gucken, wen wir hier behalten, wen wir vielleicht zurückholen frühzeitig. Zum Beispiel ein Föhrenbach wäre tatsächlich eine Option. Ich werde jetzt aber als allererstes mal ins Vorbereitungsturnier reinstarten, den Kaderplan, die erste Mannschaft aufstellen, wie sie mir gefallen würde. Und dann starten wir natürlich als allererstes rein. Wie schon angewähnt, habe ich jetzt die für meines Erachtens beste Startelf hier erstmal aufgestellt. Mit Petersen und Waldschmidt in der Doppelsturmspitze, dahinter weit zurückgefallen. Koch und Haberer, ich habe die Formation gleich gelassen. Ja, Koch, zwar ein Ratingpunkt, wir können hier noch höher gehen, indem wir Gondorf reinmachen. Aber wenn wir das vergleichen, Gondorf ist 30 und Koch erst 21, deswegen wird natürlich Koch die Chance kriegen, sich zu entwickeln, gerade im Vorbereitungsturnier. Grifo, wie schon erwähnt, der ausgeliehene Mann von der TSG. Auf der rechten Seite aktueller Kapitän ist Mike Franz, natürlich mit 31 Jahren nicht mehr der Jüngste. Und hier würde ich eventuell gerne schauen, dass wir vielleicht nochmal einen rechten Mittelfeldspieler bekommen, damit wir vielleicht Franz tatsächlich als Kapitän eher in der Mitte spielen können. Dann haben wir Schrenzel auf der Rechtsverteidigerposition unverändert, denn dort haben wir nur einen Kübler, der sogar noch 3 Jahre älter ist. Gulde bildet die Innenverteidigung mit Heinz und auf der linken Seite haben wir noch Günther im Tor, unverändert Schwolo, denn dort haben wir nur Flecken und Frommann und Flecken ist auch schon 25 Jahre alt und Frommann ist 20. Der braucht noch seine Zeit, sich hier irgendwie zu interagieren oder reinzubringen. Weiter geht es dann, bevor wir wirklich weiter reingehen. Ich würde gerne einen Jugendstab aufbauen und das machen wir als allererstes. Wir gucken, so ein Durchschnittstrainer, wir wollen hier, oder Scout, wir nehmen hier den mit 3 Sternen und 4 Sternen, den Schweizer Theo Rösch nehmen wir als allererstes mit und den schicken wir, ihr werdet es vielleicht nicht glauben, ich hoffe, das ist möglich, in Richtung Georgien, denn wie viele vielleicht schon gar nicht mehr wissen, der SC Freiburg hatte früher seine Zeit, wo sie wirklich viele Georgier hatten, aber es sieht so aus, als ist, wäre das nicht möglich. Wenn doch, dann schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, wenn ich es übersehen habe. Ich würde sagen, dann scouten wir natürlich erstes Mal in Deutschland. Mal gucken, für 6 Monate würde ich sagen, alle Spielertypen
ist, denke ich, in Ordnung. Und da gucken wir mal, ob der uns den einen oder anderen mitbringt. Und jetzt gehen wir wirklich rein ins erste Spiel von dieser Karriere. Und das ist gegen den FC Empoli. Ich begrüße euch zum ersten Spiel dieser Karriere, und zwar die Simulation gegen den FC Empoli. Wie vorher schon gezeigt, starten wir rein mit unserer Top 11. Auf der Gegenseite gegen den FC Empoli haben wir Rasmussen, den man, denke ich, kennen sollte, und Caputo auch, der hier direkt die Italiener in Führung bringt, aber Petersen in der 25. Minute mit dem Ausgleich. 45 Minuten sind jetzt gespielt, Gondorf kommt für Kosch. Außerdem trifft Grifo in der 53. Minute, der ausgeliehene Mann Luca Waldenschmidt trifft in der 64. noch, und jetzt ist das Ding durch. Wir fahren ja aller Voraussicht nach den ersten Sieg ein. So ist es dann letztendlich auch. Wir schlagen die Italiener mit einem 3:1, und das ist ein super Auftakt für diese Mannschaft. Nach dem ersten Spiel habe ich mich im Verein noch mal ein Stück weit umgeschaut und habe mal geguckt, okay, welche Spieler sind vom Alter her ein bisschen höher und sind nicht unbedingt gesetzt. Und deswegen habe ich diese Spieler mal auf die Transferliste gesetzt. Die stelle ich euch gleich vor. Ihr seid trotzdem gefragt, wenn ihr sagt, okay, den darfst du nie abgeben, Flo, darfst du nicht machen, schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich werde gucken, dass ich da eventuell auf den einen oder anderen noch intensiver eingehe. Ihr seht als allererstes Amir Abrashi, 28 Jahre alt, 71er Rating. Den habe ich auf die Liste gesetzt. Außerdem bin ich weiter und habe Höfler noch auf die Liste gesetzt, genauso wie Niederlechner, der natürlich doch gutes Potenzial hätte, mal hin und wieder zu spielen, aber wenn wir ihn verkaufen, können wir natürlich einen neuen Stürmer noch holen. Außerdem dem Marco Terranzino mit dem 70er Rating. Gulde habe ich behalten, und ich glaube, das war's fürs Erste. Diese drei habe ich mal auf die Liste gesetzt. Wir werden gucken, ob wir hier noch das ein oder andere Angebot bekommen, und jetzt gehen wir rein gegen den FC Parma. Mal sehen, ob wir unseren Sieg hier weitermachen können. 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 Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ja! Diesmal als auswärts genannte Mannschaft gehen wir gegen den FC Parma rein. Die Startelf ist ähnlich. Wir haben nur einen Wechsel. Lienhardt kommt für Gulde in die Innenverteidigung. Der junge Innenverteidiger bekommt auch mal seine Chance, darf sich hier beweisen. Natürlich im Vorbereitungsturnier. Da darf man auch ein bisschen experimentieren und schauen, wie die Mannschaft sich schlägt. Wir haben bereits 35 Minuten gespielt. Kein Tor gefallen bis hierhin. Auch nach 45 Minuten steht es unentschieden. Niederlechner kommt mittlerweile für Waldschmidt. Und auf der Gegenseite macht Dezi das 1:0. Petersen verschießt einen Elfmeter. Macht davor aber das 1:1, und somit sieht es gar nicht mal übel aus. Wenn wir hier das Unentschieden mitnehmen, was wir auch letztendlich machen, ist das wirklich auch eine Leistung. 4 Punkte aus 2 Spielen geht in Ordnung gegen nicht ganz so schlechte Gegner. Und deswegen starten wir jetzt rein und gucken mal, was als nächstes passiert. Das dritte Spiel im European International Cup ist gegen den dritten italienischen Verein bei uns in der Gruppe, und zwar gegen Givo Verona. Wir starten auch hier rein, wie im vergangenen Spiel, Lienhardt immer noch drinne, und der daraus soll sich natürlich auch weiterhin entwickeln. Wir gucken, wie wir uns hier letztendlich schlagen. Natürlich, ja, Grifo ist da, 16. Minute mit dem Führungstreffer zum 1:0. Natürlich der ausgeliehene Mann, wirklich bislang eine super Vorbereitung, die er hier spielt. Hat schon seine Tore gemacht, zeigt natürlich, warum wir ihn ausgeliehen haben und beziehungsweise warum der SC ihn ausgeliehen hat. Wir haben hier 3 Wechsel, das bedeutet, der 4. ist auch da, der 5. und Rigoni macht das 1:1, und somit, ja, Grifo in letzter Sekunde gerade ihn noch lobend erwähnt, und somit macht er das Ding hier fest. Wir sind eine Runde weiter und siegen hier 2:1 gegen Givo Verona. Das sollte auf jeden Fall bedeuten, wir sind hier weiter mit 5 Punkten. Und da sehen wir, im Halbfinale treffen wir gegen die Schweizer, die Young Boys Bern warten auf uns. Und da bin ich wirklich gespannt, was hierbei rumkommen wird. Das Halbfinale ist am Start. Wie erwähnt, die Schweizer, Young Boys Bern, sie warten auf uns. Wir als Heim genannt. Selbe Aufstellung wie die letzten 2 Spiele. Lienhardt neben Heinz in der Innenverteidigung, sonst alles wie gewohnt. Wir machen direkt wieder durch, Grifo, der Mann der Vorbereitung. Das 1:0, Abeschi verletzt sich auf der Gegenseite, was vielleicht uns ein bisschen in die Karten spielt. Niederlechner kommt für Waldschmidt und trifft direkt 2:0. Das Ding sollte fast schon durch sein, außer es passiert nochmal was, und somit verletzt sich Grifo direkt, und das ist ein bisschen bitter. Huarahum macht das 2:1 zwischenzeitlich, aber das bringt nichts mehr. Wir sind eine Runde weiter. Jetzt bin ich wirklich gespannt, was ist mit Grifo. Der war wirklich wichtig in den letzten Spielen, und ich hoffe natürlich, dass wir ihn nicht wirklich langfristig verlieren werden. Und hier sehen wir es. Vincent Grifo hat sich verletzt. Die Diagnose lautet Rippenprellung. Er wird nur in Anführungsstrichen 9 Tage ausfallen, was aber gleichzeitig bedeutet, er fehlt uns im nächsten Spiel. Wir werden hier jetzt 4-mal rotieren fürs nächste Spiel. Natürlich kommt ein Grifo raus. Dafür kommt ein Salaima rein, der 21 Jahre jung ist. Bekommt hier seine Chance. Lina bleibt drinne. Dafür rückt Gulde wieder rein für Heinz.
auf der linken Innenverteidigerposition. Mal gucken, was können wir noch wechseln? Vielleicht nochmal einen Kübler hier rein. Ja, natürlich im Finale schwierig hier doch so zu agieren, würde ich mal sagen. Wir bringen Gundorf noch rein und dann haben wir auf jeden Fall schon mal die Startelf für das nächste Spiel, wo wir dann auf wen auch immer treffen. Wir werden sehen und sehen uns dann im Finale. Das Finale in diesem Vorbereitungsturnier ist gegen einen Ex-Gruppengegner. Der FC Parma steht hier auf dem Programm, auswärts genannt, wie vorher gezeigt. Natürlich einige Wechsel, Gondorf neu mit drin, Haberer neu mit drin, Kübler neu mit drin und Gulde zurück in der Startelf. Nebel Serrao, ja, verletzt sich in der 16. Minute und Gervinho in der 27. mit der Führung für die Italiener. Jetzt müssen wir nochmal rankommen. Höhler kommt für Franz. Vielleicht wechseln oder können wir da nochmal was machen? Kübler ist tatsächlich da. 58. Minute, 1:1. Viele Wechsel, das heißt, ein Tor wird auf jeden Fall nochmal fallen. Gelb-Rot für Koch, was bitter ist. Und Siligardi nutzt die Überzahl der Italiener aus und macht das 2:1 in der 86. Minute. Ist ein bisschen bitter. Wir haben uns aber gut präsentiert, würde ich sagen, im Vorbereitungsturnier. Das zeigt natürlich, dass mit uns zu rechnen ist. Das Vorbereitungsturnier ist abgeschlossen und wir kriegen natürlich nochmal das ein oder andere Preisgeld dazu. Wir gucken mal, wie viel wir jetzt aktuell auf der hohen Kante haben. Das sind 13,22 Millionen und das ist was, womit man gut was anfangen kann. Ihr seid jetzt gefragt, Freunde. Ich habe vorher schon gesagt, wir wollen hier einen RM vielleicht nochmal holen oder allgemein jemand für die Außenbahn. Mal gucken, wie wir das machen. Vielleicht habt ihr da noch eine Idee, vielleicht noch einen... Ja, vielleicht nochmal einen Ersatzstürmer, falls Niederlechner uns tatsächlich verlassen wird. Ich denke, sonst sind wir gar nicht mal so schlecht aufgestellt. Vielleicht nochmal einen Rechtsverteidiger. Ihr könnt mal alle reinschreiben, die ihr haben wollt. Schreibt mir aber bitte nicht die Übertalente rein, sondern vielleicht ein bisschen was Realistisches. Junge Spieler, die man sich leiht oder sonstiges. Ihr seid gefragt, wir machen weiter. Wir werden noch ein Spiel heute selber spielen.